Ein Klettersteig, ohne viel Zustieg, streckenweise, sehr naturbelassen und trotzdem immer wieder steil und spannend. Das ist der Huttalaner Klettersteig. Jetzt wieder drauf? Ja, genau, nach oben. Das hört sich schon mal ganz gut an. Der Huttalaner startet zusammen mit einem Kinderklettersteig auf einer gemeinsamen Einstiegsrampe. Auch für ein blödes Gesicht ist hier noch Zeit, Lust und Kraft vorhanden. Ist ein Gendarm mal arm, dann zeigt er den Gendarmenarm. Na gut, das war jetzt vielleicht doch eher fragwürdige Poesie, aber links, das ist ganz und gar nicht fragwürdig, sind die Klettersteiggeher für den Einsteigersteig zusammen mit dem Bergführer unterwegs, der hier nach der Rampe gleich unseren Steig verlässt. So genießen wir nun einen recht ruhigen weiteren Verlauf im doch etwas steileren Bereich zu Beginn. Oh ja. Das ganze Ziel hat alles ein Zirkus. Naja gut, Zirkus ist jetzt vielleicht doch etwas hart. Wenn's mal steil wird, dann gibt's gescheite Reibung und auch Trittklammern zur Unterstützung. Richtig schwer ist es hier in den ersten Minuten aber noch nicht, aber jedenfalls immer wieder mal exponiert mit Luft unterm Gehäuse. Aber hier wird's jetzt kurz zäh. Die Schlüsselstelle steht bevor und die mag kraftsparend gemacht werden. Die Trittklammern sind gut und sinnvoll platziert, aber wirklich weniger steil wird's dadurch natürlich auch nicht. Hier heißt es brav durchhängen, aber keinen Durchhänger haben, sonst wird es nämlich richtig anstrengend. Aber die richtig knackigen Stellen sind im Huttalaner rar und wenn man mal eine vor sich hat, dann hat man davor oft eine gute Möglichkeit, sich auf einem leichteren Stück auch mal zu erholen. Rechts, links, rechts, links. Ja, ja, rechts oder links, das ist hier eigentlich keine Frage, denn weder Not noch Ausstieg und schon gar kein Notausstieg sind für uns gerade nötig, deshalb links weiter zu den Everest-Spaltenleitern. Ja, wirklich wahr, die wurden nur für unseren Dreh hier extra aus dem Lager 1 eingeflogen. Ja gut, das verstehe ich jetzt, wenn mir das keiner glaubt, aber wer viel Geld und wenig Moral hat, der kann sich ja den Everest mal vornehmen. Und hier kann er sich dann schon richtig gut aufwärmen. Nach den Leitern wird's wieder etwas sportlicher. Es steilt auf in den steilen und knackigen C-Stellen, aber nix, was nicht mit guter Technik und auch Kraft machbar wäre. Auch hier Trittbügel um Trittbügel. Eins muss man an dieser Stelle auf jeden Fall mal loben, und zwar den Tourismusverband Meierhofen, dem hier wirklich ein schöner Steig gelungen ist. Vom Parkplatz aus fragt man sich ja wirklich, wo hier ein Klettersteig verlaufen soll, denn außer Grünzeug ist tatsächlich zu Beginn nichts zu sehen. Doch der Steig, der schlängelt sich so elegant durch die felsigen Passagen und gleichzeitig steht man durch den Wald auch immer wieder mal im Schatten, was an so heißen Tagen definitiv eine große Erleichterung ist. Ui, ja, hier wurde wahrscheinlich nach Tradition der Tiroler gerade ein Touri in die Luft geschossen. Ja, falls jemand fragen sollte, die Einladung als Ehrengast bei der nächsten Cirque du Soleil-Vorstellung habe ich natürlich aus Zeitgründen ausgeschlagen. Aber bitte, lieber Kanadier, ich melde mich bei euch. Bis dahin eine kleine Kostprobe meiner Fähigkeiten. Aber auch nach dem Seiltanz geht's schon wieder üppig weiter. Die Pausen sind kurz und damit der Steig auch richtig schön abwechslungsreich und sehr, sehr kurzweilig.
Das Grünzeug und die Gehpassagen lassen vermuten, dass das Ende des Hutterlaners schon erreicht wäre. Vor allem, wenn man die Topo nicht ganz genau im Kopf hat, dann freut man sich über einen erfolgreich geschafften Klettersteig. Nur um kurz darauf festzustellen, dass er nach wenigen Minuten Waldwanderung auch schon wieder weitergeht. Wie gesagt, wie sich dieser Klettersteig Felswand um Felswand sucht, das ist schon ziemlich beeindruckend. Doch damit endet auch der Klettersteig. Und wo ein Aufstieg hinter einem liegt, ja, da liegt ein Abstieg vor einem. Ist ja eigentlich nie so wirklich vermeidbar. Und dieser Weg, das merkt man ihm auch an, der führt auch zum Gasthof Zimmer eben, der einem nach dem Steig auch noch ein Bier versprechen kann. Glatt polierte Steine und einige steilere Treppen führen dann wieder zum Parkplatz. So endet auch der Hutterlaner. Und wie immer wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Viel Spaß am Hutterlaner Klettersteig und Berg heil!